Hey, ich spreche heute mit einem, der Soziologe ist, der aus dem tiefsten Süden Deutschlands kommt und inzwischen als Regionalleitung für die Joblinge in Hamburg lebt und arbeitet. Hallo Simon Busch. Hallo Anna. Ja, erzähl doch mal, was hast du gedacht mit 16, was du mal werden würdest? Mit 16 hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich mal werden möchte. Mein ganzes Leben lang läuft es eher so, dass ich sehr spontan und in den Tag hinein meine Entscheidungen treffe, wenn das geht. Und mit 16, da war ich ganz weit weg vom Beruf, da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich eher versucht, meinen Vorbildern nachzueifern, meinem Papa, der Polizist geworden ist. Und dann war das auch längere Zeit mal mein Plan. Warum bist du kein Polizist geworden? Weil ich Lust hatte zu studieren und nicht arbeiten wollte. Also das hat sich nicht so schön für mich angehört. Du hast dich dann für ein Studium entschieden, was aber nicht Soziologie war. Du hast erst was anderes gemacht, oder? Genau, ja. Biomedizintechnik habe ich studiert und habe voll daneben gegriffen damit. Elektrotechnik, Physik, Chemie fand ich spannend, hatte aber nicht den Biss, um mich damit auseinanderzusetzen. Das war mir zu wenig Kontakt mit Menschen, zu theoretisch, zu abstrakt. Wann hattest du das erste Mal im Leben das Gefühl, es läuft so, das ist jetzt der richtige Weg, auf dem ich bin? Das war eigentlich schon vor dem Studium, als ich meinen Zivildienst geleistet habe. Ich bin Rettungssanitäter geworden und hatte da wirklich viel Spaß. Und mit allen möglichen Menschen natürlich war ich im Kontakt und konnte helfen und unterstützen. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt und ich glaube, das hat auch was bei mir bewegt. Und so ein bisschen war das der Weg zum Soziologen hin. Okay. Warum hast du dich dann für die Soziologie entschieden? Es hatte keinen NC und klang irgendwie gut. Okay, also manchmal braucht man vielleicht gar keinen ausgefeilten Plan, sondern folgt irgendeinem Gefühl und ist dann auf dem richtigen Weg. Also genau. Im Studium hast du dann nicht mehr gezweifelt, sondern hast gedacht, nee, das ziehe ich jetzt durch, das ist genau, das, was ich will. Ja. Das hat von Anfang an gut funktioniert und hat mir Spaß gemacht und dabei bin ich geblieben. Wie bist du dann jetzt auf die Position der Regionalleitung in Hamburg, einer sozialen Initiative, gekommen? Da waren natürlich noch mal ein paar Jahre dazwischen. Ich habe während dem Studium ein Praktikum gesucht, wie man das so macht als Student, und habe nach Ausschreibungen geschaut. Und dann gab es eine, Pädagogen, Psychologen, Soziologen gesucht. Und der Träger wusste nicht, was Soziologen machen, deswegen haben sie sie gesucht und dachten, das ist was in diese Richtung. Und auf jeden Fall bin ich irgendwie in Schulklassen gelandet und habe dort Konfliktmanagement trainiert und hatte daran viel Spaß, habe aber auch gemerkt, dass es sehr wenig Effekt hat auf die Jugendlichen. Es war so sehr punktuell, sehr, sehr kurze Einheiten und ja, wir konnten nicht wirklich was bewegen bei den Jugendlichen. Und dann habe ich gemerkt, dass der soziale Sektor vielleicht nicht das ist, was ich brauche. Ich brauche eher was Effektives, was mit Ergebnissen, wo ich wirklich was bewegen kann. Wie sieht denn so eine typisch atypische Arbeitswoche bei dir aus? Puh, ganz unterschiedlich. Als ich angefangen habe, bin ich als Koordinator für Jugendliche und Mentoren eingestiegen, habe also viel in Gruppen gearbeitet, habe in den gemeinnützigen Projekten gearbeitet, war also hauptsächlich in der Gruppe unterwegs. Inzwischen hat sich das stark geändert, jetzt habe ich weniger Kontakt mit den Jugendlichen. Jetzt ist tatsächlich auch jede Woche anders und es kommt immer so drauf an, was alles mitkommt. Ich habe viele Gespräche mit unseren Partnerunternehmen, versuche eine gute Spendenbasis aufzubauen. Mir ist es sehr wichtig, dass wir die Wirtschaft auch involvieren und Verantwortung muss eben auch aus der Wirtschaft gezeigt werden für das, was wir tun. Bin natürlich immer an allen Standorten und versuche auch meine Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen. Wenn etwas gut läuft, also was berührt dich dann daran, wenn Teilnehmende in eine Ausbildung vermittelt werden? Der Punkt, wo mich was berührt, kommt meistens erst, wenn die jungen Erwachsenen dann schon ein, zwei Jahre in der Ausbildung sind oder die sogar abgeschlossen haben. Dann nochmal hier auftauchen oder auch nur eine WhatsApp schicken oder einen Insta-Post und eben sich bedanken. Und wenn ich dann sehen kann, eben, dass es wirklich was gebracht hat und dass sie auch dabei geblieben sind, das durchgezogen haben und wir nicht nur vermittelt haben, sondern auch nachhaltig vermittelt, dann ja, ist das ein schöner Moment. Gibt es Eigenschaften, die du in jungen Jahren nicht hattest, die du über deinen Job entwickelt hast und wo du vielleicht anderen auch mit auf den Weg geben kannst? Ja, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, auf meinen Bauch zu hören und egal, welche Herausforderung kommt, mich der Sache einfach zu stellen und nicht im Voraus Nein zu sagen, sondern auszuprobieren und dann zu reagieren. Wie findest du Entspannung neben dem Arbeitsalltag? Jetzt würde man erwarten, dass man Sport sagt und Yoga und Reisen. Ich bin ganz gerne tatsächlich alleine. Also kann meine Energie auftanken, wenn ich keine Menschen um mich herum habe. Das habe ich den ganzen Tag und deswegen kann ich das ganz gut genießen, wenn ich alleine bin. Und mache natürlich dann auch gerne mal Sport und koche gerne. Ja. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Das kann ich noch nicht sagen. Das hat sich nie geändert. Ich glaube, ich gucke da spontan, was sich ergibt. Welche Grundhaltung dem Leben gegenüber motiviert dich?
Loyalität ist schon immer ein Thema, das ich wichtig finde. Und eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem, gegenüber anderen Kulturen. Egal, wo jemand herkommt, egal, welche Vergangenheit da ist, da bei Null zu starten und unvoreingenommen zu bleiben, ist eine Herausforderung oft, aber eine, die es sich lohnt anzunehmen. Inwiefern ist Ausbildung denn relevant? Ausbildung ist, hat einen viel zu niedrigen Stellenwert aktuell in unserer Gesellschaft. Ich finde, dass eine Ausbildung keineswegs irgendwie unter einem Studium anzusehen ist, sondern mindestens gleichwertig von dem, was man dann mitbringt für einen Arbeitsalltag, wenn man eine Ausbildung absolviert hat. Und ja, das ist was, wofür ich mich wirklich einsetze, dass sowohl die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei uns im Programm das auch so wahrnehmen, als auch die Unternehmen das so darstellen. Also nicht was Schlechtes ist, wenn man eine Ausbildung macht, sondern eigentlich was super Gutes. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Ausbildung auch in Zukunft wieder, um ja, überhaupt in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Du hast eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Was ist es, wovon du da noch profitierst im heutigen Alltag? Ich glaube, in Krisensituationen ruhig zu bleiben, das ist was man lernt als Sanitäter. Wenn dann plötzlich jemand bewusstlos vor einem auf dem Boden liegt, dann hat man schon erstmal Schnappatmung als 18-jähriger Zivildienstleistender und muss dann reagieren. Das ist was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, dass mich so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Wenn du Jugendliche hier begrüßt, worauf achtest du, wenn sie sich bewerben? Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und bei den Jugendlichen ist es eigentlich immer ein gleiches Schema. Sie kommen meistens sehr schlurfig rein, mit einem Dresscode, den man nicht für einen Berufsalltag nutzen kann. Meistens der Händedruck nicht angenehm. Also so viele kleine Sachen, die man in den ersten 30 Sekunden eigentlich wahrnimmt, wo ich direkt weiß, okay, daran müssen wir arbeiten. Was ist dir wichtig, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest? Was ist cool, wenn er das kann? Flexibilität, ja, so eine Hands-on-Mentalität. Also nicht auf Aufträge warten, sondern die Probleme selber sehen und lösen. Und welche Jugendlichen, die hier gehen, die es echt gut ausgeschöpft haben und das Programm irgendwie ernst genommen haben, was ist denen gemeinsam? Ich glaube, dass sie uns Vertrauen geschenkt haben, was mit Sicherheit nicht einfach ist. Gerade wenn man ein junger Mensch ist, dem von allen Seiten gesagt wird, mach dies, mach das, mach jenes. Dass wir es bei den erfolgreichen Fällen geschafft haben, sie auf unsere Seite zu ziehen und es zu schaffen, dass sie uns einfach Vertrauen schenken und die Dinge, die wir ihnen vorschlagen, ausprobieren. Wenn wir das schaffen, dann sind sie meistens auch wirklich erfolgreich im Anschluss. Da ist jemand super motiviert. Was bietest du dem dann im Gegenzug an? Naja, sehr viel Manpower und Womenpower. Also das heißt, wenn wir wirklich Jugendliche haben, die motiviert sind, die pünktlich sind, die fleißig sind und auch vielleicht nach dem Wochenende kommen und sagen, am Wochenende habe ich schon mal die drei Stellen rausgesucht, können wir uns da bewerben, dann unterstützen wir da natürlich am stärksten. Und also desto mehr von den Teilnehmenden kommt, desto mehr kommt auch von uns. Lass uns mal assoziieren. Plan A wie? A wie Antwort, ja. Vielleicht hat man nicht immer die richtige Antwort parat. Und das ist okay? Das ist okay. Hürden sind dazu da, um? Übersprungen zu werden. Eine Chance gebe ich jedem, der mir eine Chance gibt. Mich motiviert? Begeisterung. Wie gehst du mit Brüchen um? Brüche sind das, was einen im Endeffekt ausmachen. Und wer keine Brüche hat, der muss dann niemals aufstehen und weitermachen und kämpfen, sondern bei dem ist es halt gelaufen. Und deswegen, glaube ich, sind Brüche was ganz Entscheidendes bei der Entwicklung. Wenn du einen Tag hattest, an dem dir Fehler auch unterlaufen sind, an wen wendest du dich? Also wo holst du dir Inspiration her? Oft bei den Kollegen direkt. Wir tauschen uns ganz viel aus und das ist super hilfreich. Und natürlich abends auch mit der Familie und Freunden. Gibt es andere Vorbilder, die du im Leben hast oder hattest? Hatte ich natürlich die eine oder andere Führungskraft, die mich weitergebracht hat auch im Leben und von der ich mir viel abschauen konnte. Und wenn du überlegst, was du jetzt nochmal für eine Ausbildung starten wollen würdest, gibt es da noch was dich fasziniert, dass du noch andere Berufe ausprobieren möchtest? Also Schuhmacher, Schreiner und Metzger würde ich tatsächlich gerne machen. Warum? Was begeistert dich daran? Unterschiedliche Dinge bei allen. Schuhmacher, weil ich finde, es gibt nicht viele schöne Männerschuhe. Metzger, weil ich das ein total spannendes Handwerk eigentlich finde, auf das man so herabblickt. Aber wenn man mal wirklich bei einem guten Metzger war und sieht, was der Tolles zaubern kann, und ich esse auch wirklich gern, dann finde ich das schon toll. Und Schreiner, ja, mit Holzarbeiten ist schön. Gibt es Eigenschaften, um die du Menschen beneidest? Man sagt mir nach, dass ich eine fehlende Empathie hätte. Und das kann ich in vielen Punkten auch unterstützen. Und insofern sage ich, ja, eine große Empathie zu besitzen, ist eine Eigenschaft, die ich ja manchmal gerne hätte. Wie lernst du? Das ist eigentlich immer Trial and Error. Ich probiere ganz viel aus und bis es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich es ab.
Also ein Weg muss nicht immer total geradlinig sein. Manchmal kann man auch einfach ausprobieren, neu starten, neu machen und braucht gar keinen expliziten Plan. Das ist doch sehr motivierend. Vielen Dank für das Gespräch, Simon Busch. Danke.